legt euch wieder ab. Ich habe was Besseres vor. Ich gehe zu einer Festmahlzeit. Zu meinen Freunden, den Langohren. Ich fühle mich eingeladen. Hab ich. Du bist... Ich muss dauernd an zu Hause denken, an Redstone. Ich habe es nie wieder gesehen, seit mich die Aphrodite entführt hat. In der ganzen langen Gefangenschaft hat mich nur die Hoffnung aufrechterhalten, dass ich wieder nach Hause komme. Bist du denn nicht glücklich? Auf den Hügeln? Bei uns? Oh ja, Hazel, das bin ich. Es ist ein wunderschöner Ort. Ich fühle mich sehr wohl hier. Aber nicht daheim. Ich würde Redstone gern noch mal wiedersehen. Und da bleiben? Dann bringe ich dich nach Hause, Primrose. Das wäre sehr lieb von dir. Oh, die Redstone-Höhle ist leer und tot. Es gibt sie nur noch in deinem Kopf. Was ist los mit ihm? Was soll denn das heißen? Er kann Dinge sehen. Ich kann nichts dafür. Ich will es ja eigentlich gar nicht sehen. Nein, du musst dich einfach irren. Redstone gibt es noch. Das weiß ich. Hör mir zu. Nein, ich will das nicht hören. Wie kannst du so schreckliche Dinge sagen? Redstone gibt es. Merkt ihr das? Mach dir nichts draus. Sie glaubt dir nicht. Der Traum von ihrem Zuhause hat sie am Leben erhalten. Und ich habe ihr den Traum zerstört. Es ist schwer, sich von so einem Traum zu lösen. Vielleicht habe ich was Falsches gesehen. Vielleicht ist in Redstone alles in Ordnung. Dann werden wir mal nach der Wahrheit suchen. Ich werde mich um alles kümmern, Hazel. Und passt gut auf euch auf. Ja? Wie die Turteltäubchen. Fast so, als gingen sie auf Hochzeitsreise. Die glückliche Reise nimmt, wie ich befürchte, ein enttäuschendes Ende. Hab dich! Du bist hungrig! Wir brauchen unbedingt frische Stroh für die Betten, damit es nicht gleich wieder so muffig im Bau riecht. Blackberry, du bist ja mal wieder richtig tyrannisch. Wir schuften wie die Ameisen, seit wir hier sind. Wäre es denn nicht schön, wenigstens einen Tag lang einfach faul in der Sonne zu liegen? Hazel hält uns wirklich alle ganz schön auf Trab, nicht wahr? Das war unfair, Fiver. Was hast du denn? Er will sich an uns allen rächen. Der Mörder kehrt zurück. Wut und Hass treiben ihn zum Angriff. Beim großen Frith, das klingt nach neuen Schwierigkeiten. Von was für einem Mörder redest du? Das Wiesel, das wir eingeschlossen haben. Es kommt hierher. Es kommt zu uns. Es gibt hier keinen Übergang. Schwimmen geht auch nicht. Das Ufer ist viel zu steil. Aber Redstone ist auf der anderen Seite. Es muss einen Weg nach drüben geben. Wir werden ihn schon suchen müssen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube schon. Sonst kommen wir nicht weiter. Nein, halt, warte! Willst du denn unbedingt nach Redstone? Wir leben doch im Heute und Morgen und nicht im Gestern. In all den Jahreszeiten in Aphrodite hatte ich keine Zukunft. Und jetzt soll ich auch meine Vergangenheit vergessen? Ich finde meinen Weg nach Hause. Auch wenn du umkehren willst. Ach, na schön. Das Wiesel treibt an der Oberfläche wie ein verfaulter Fisch. Also gut, Kihar wird nach ihm suchen. Wenn du es siehst, sag gleich Bescheid. Ja! Und du, Pipkin, du gehst überall hin und sagst allen Bescheid. Verstanden? Ich sage allen, dass das Wiesel kommt. Und sie sollen schleunigst abhauen oder tief in den Untergrund gehen. Sehr gut, tu das. Wenn das Wiesel denkt, wir geben eine Mahlzeit für ihn ab, dann erlebt es eine Überraschung. Also geh. Geht das nicht ein bisschen schneller? Alle Seiteneingänge müssen bis Sonnenuntergang zu sein. Bleib ruhig, Big Wig. Wir schütten uns gleich selber zu. Behalte deine Frechheiten für dich.
Ihr werdet diesen Bau sicher machen und wenn ihr buddeln müsst, bis ihr umfallt. Klar? Hm. Tja, oje, wenn er uns so nett darum bittet, dann müssen wir wohl, was? Jetzt hört mal auf. Macht, was ihr wollt. Ich mach eine Pause. Zurück an die Arbeit, du kleiner faulenzender Nichtsnutz. Sonst mach ich Hawkbit-Wieselfutter aus dir. Du vergreifst dich im Ton, Big Rick. Hawkbit war ausgesprochen fleißig und er hat... Ich will keine Diskussion, verstanden? Ich bin hier der Chef und ich sage, wo es lang geht. Also ran an die Arbeit. Und ich dachte, Hazel würde uns schikanieren. Der ist ja noch viel schlimmer. Du mit deinen blöden Vorahnungen. Ohne dich hätten wir weit weniger Probleme. Hey, lass bitte Fiverr in Ruhe. Du bist ein Fluch für das ganze Gehege, Fiverr. Ja, das bist du. Oh. Los, da rein. Sieh mal da. Wir können aufs Boot springen und dann rüber auf die andere Seite. Ich glaube nicht, dass... Schwimm weiter, Primrose. Du machst das sehr gut. Du hast es gleich geschafft. Hilfe! Redstone, du weißt doch, dein Zuhause, dein Traum, du darfst jetzt nicht aufgeben. Ja! Verzieh dich, du Fieselwiesel! Einmal haben mich die Langohren gelinkt. Die dachten wohl, ich komm nicht wieder. Kaninchen sind so dämlich. Arbeit, Leute. Und jetzt ab nach unten und helft Blackberry bei dem Fall. Ich kann meine Hinterläufe schon nicht mehr spüren. Du spürst gleich meine Vorderläufe an deinen Ohren. Ich habe alle vor dem Wiesel gewarnt. Die Mauerhühner, die Waldhühner, die Wühlmäuse, die Spitzmäuse und die Eichhörnchen. Nur die Igel sind etwas ängstlich. Die würden gerne bei uns bleiben. Ja, das können sie. Nimm sie mit nach unten. Gut gemacht. Sehr schön. Noch ein paar Bündel und wir haben bis zum nächsten Vollmond genug zu essen. Habt ihr gut geschlafen? Alles fertig. Gruben, Barrieren, einfach alles. Du kannst dir ja von Hazel ein paar Tipps geben lassen. Wie mache ich mich als Chef beliebt? Ich bin nicht hier, um mich beliebt zu machen, du Schwachkopf. Ich bin hier, um euer Leben zu beschützen. Das ist doch kein Leben mit dem. Wo ist denn Fiverr hin? Er wollte was essen. Das hat ihn wohl aufgehalten. Na, ich sehe mal lieber nach ihm. Es gefällt mir nicht, dass er hier rumstreunt. Das Wiesel könnte bald hier sein. Und ihr zwei sucht euch schleunigst eine Beschäftigung, sonst werde ich euch eine suchen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass das Wiesel bald kommt. Dann hat der Herr endlich was zu tun. Ich kann nicht mehr. Doch, du kannst! Ich will, dass wir für immer zusammenbleiben. Und so viele Kinder kriegen wie Ella Ra. Also schwimm!
Was soll denn das bedeuten, Fiver? Es wird dunkel und der Feind ist unterwegs. Und es ist meine Schuld, dass er kommt. Wer sagt denn sowas? Hogbit, und ich glaube, er hat recht. Das wäre das erste Mal. Und womit hätte er denn dann recht? Was ich sehe. Was ist, wenn ich gar nicht in die Zukunft sehe, sondern alles erst durch meine Vision passiert? Jetzt red doch keinen Blödsinn. Komm erst mal da raus. Dann war ich die Ursache für die Zerstörung von Sandalford und dafür, dass Hazel beinahe gestorben ist. Und du, dass du vom schimmernden Draht gefangen wurdest. Nichts von all dem war deine Schuld. Ich bin verflucht, hat Hogbit gesagt. Ich muss mich von euch fernhalten. Wenn ich mit meinen Visionen allein bin, kann ich niemandem von euch schaden. Bigwig, ich hab das Wiesel gesehen, ganz in der Nähe, und es sieht ziemlich bösartig aus. Jetzt komm schon, Fiver, wir verlieren nur unnötig Zeit. Nein, geh du nur allein. Sie brauchen dich. Bleib bei ihm. Ich komm so schnell wie möglich wieder. Wir bleiben zusammen, Fiver. Hast du Fiver nicht gefunden? Doch, habe ich. Und mit dir werde ich mich ernsthaft unterhalten, wenn die Sache hier vorbei ist. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Verschwinde nach unten. Jeder auf seine Position. Wenn das Wiesel unsere Verteidigungsanlagen überwindet, sind wir geliefert. Wir müssen uns beeilen. Die Eulen sind auf der Jagd. Du bist mir vorhin ins Wasser nachgesprungen, obwohl du nicht wusstest, ob wir durchkommen. Ich liebe dich. Habe ich das jetzt laut gesagt? Ja, mein Lieber. Schön laut. Es ist Essenszeit, ihr süßen kleinen Langöhrchen. Höchste Zeit. Verschwinde, du halbe Portion! Bei uns ist nichts zu holen! Merkt ihr das? Ein für alle Mal! Wartet nur, euch kriege ich schon noch. Früher oder später kommt ihr raus. Du kannst warten, bis du schwarz wirst. Unsere Vorräte reichen bis zum Frühling. Wenn du noch mal einen Überfall versuchst, werden wir dir deinen Appetit endgültig verderben. Uns kriegst du nicht. Eher wirst du verhungern. Wir sind da, Hazel. Hier war mein Zuhause, Redstone.
Lavender? Ist jemand da? Alt und vermodert. Nein. Hier war schon lange niemand mehr. Dann hatte Fiverr ja recht. Seit vielen Jahreszeiten sind alle weg. Hallo, ist da jemand? Hauptmann Broom! Primrose, wirklich, das ist ja eine Überraschung. Nach so langer Zeit. Was ist denn hier passiert? Wo sind sie denn alle hin? Tja, keiner ist mehr da. Es gab eine schlimme Epidemie. Das schwarze Kaninchen von Inley hat alle geholt, eine nach dem anderen, nur mich nicht. Tja, so war das. Sieh mal, wer da ist, Lavender. Sag mal allen Bescheid. Sage, Primrose ist nach Hause gekommen. Was wollt ihr? Frische Möhren? Es ist genug für alle da. Der Ärmste ist völlig verwirrt. Nichts zu fressen. Weit und breit nichts. Aber es muss doch was geben. Irgendwo. Ich rieche Langohren. Komm schon raus, kleines Langöhrchen. Ich will nur mit dir spielen. Wir können auch zusammen was essen. Wie oft habe ich geträumt, ich könne Ephrafa verlassen und nach Hause kommen. Und während ich davon träumte, in all den Nächten, war schon niemand mehr da. Das schwarze Kaninchen hat sie alle mitgenommen. Aber sie haben dir die Träume der Hoffnung dagelassen. Damit hast du die Gefangenschaft überstanden. Jetzt hast du mich... Und du hast Watership Down. Und schöne Jahreszeiten vor uns. Merkwürdig, ich kann keinen mehr finden. Das ganze Gehege ist wie ausgestorben. Sonderbar. Ich habe doch gerade noch mit ihnen gesprochen. Dann sagten sie auf Wiedersehen. Sogar Poppy ist mit den anderen weg. Sehr sonderbar. Weißt du was? Wir nehmen dich mit. Wir wohnen auf den hohen Hügeln. Da wird's dir gefallen. Tja, was soll ich noch hier, wenn keiner mehr da ist? Hohe Hügel, hast du gesagt? Das hört sich gut an. Es ist der schönste Ort auf der ganzen Welt. Irgendwann sehen wir uns wieder. Lebt wohl. Du wirst keine Schmerzen spüren, Lammöhrchen. Und du auch nicht, wenn wir mit dir fertig sind, du Widerling. Grab eine Grube, mach sie wieder zu, so geht das den ganzen Tag. Na endlich, herzlich willkommen, ich hab dich vermisst. Und glaub mir, das meine ich in aller Ehrlichkeit. Wieso, was ist denn passiert? Scherereien mit einem Wiesel. Naja, das hatten wir im Griff. Aber mit Fiverr sieht es ziemlich schlimm aus. Und daran bin ich wohl schuld. Hier ist immer irgendetwas los. Du wirst dich dran gewöhnen. Blackberry, das ist Hauptmann Broom. Ein lieber Freund. Er wohnt jetzt bei uns. Ach ja, sehr erfreut. Wie schön, dass du da bist. Freut mich auch. Ihr habt hier wirklich ein schönes Plätzchen. Es ist nicht Redstone, bei weitem nicht. Aber was macht das schon? Ja, hübsch und solide. Gut, sehr angenehme Erscheinung. Na also, dann wollen wir uns mal umsehen. Ihr habt's doch gehört. Ich kann nicht länger in Watership Down bleiben. Bitte lasst mich in Ruhe. Kommt nicht in Frage. Guten Tag miteinander. Guten Tag, Hesel. Hogbit hat mir schon alles erzählt.
Hör zu, Fiver. Deine Vorhersagen können kein Unglück bewirken. Du siehst nur, was sowieso geschieht. Wie willst du das wissen? Hawkbit hatte ganz recht. Der Überbringer einer Nachricht kann doch nichts dafür, wenn die Nachricht schlecht ist. Das sagst du nur so. Hör zu. Das letzte Mal hast du uns etwas über Redstone erzählt. Ich habe gesehen, dass es aufgegeben ist, dass dort keiner mehr lebt. Genau so ist es. Bis auf einen sind alle schon lange verschwunden. Das hast du gesehen, aber nicht verursacht. Und es ist wirklich schon Jahreszeiten her? Wir haben einen Zeugen mitgebracht. Er wird es dir bestätigen. Aber dann beschwöre ich ja gar nichts herauf. Ich sage ganz einfach die Wahrheit. Das habe ich dir die halbe Nacht lang versucht zu erklären, Junge. Aber du warst nicht so überzeugend wie Hazel. Nein, aber ich war ja auch nicht weg. Erzählt mir noch etwas über das Wiesel. Und ich werde euch ausführlich über Redstone berichten. Neuigkeiten? Ja, ich denke schon. Ich werde demnächst Vater. Das wusste ich. Ich hab's dir nur verschwiegen. Eine tolle Neuigkeit. Herzlichen Glückwunsch. Toll.